Herzlich willkommen, neues Video von Savage Scooters. Wir sind wieder in der Halle. Ich habe ja gesagt, ich reiche euch etwas nach. Warum lachst du so blöd? Entschuldigung. Weiter. Ja, Entschuldigung. Also, Regisseur hat gesagt, so weitermachen. Gut. Also, jetzt habe ich den Faden verloren. Gut. Neues Video von mir für euch. Letztes Mal sind wir ausgestiegen mit der Big Box Sport. Jetzt hör mal auf zu lachen. Big Box Sport und dem RZ. Wir haben 24,8 und 24,5 PS gehabt. Ich habe aber gesagt, ich werde gerade verarscht. Super. Bitte, du musst aufhören zu lachen, weil das wirkt sonst unseriös. Gut. Jetzt habe ich einen Faden verloren. So. Also, ich habe jetzt die Big Box Touring besorgt. Wir machen das Gleiche, was wir das letzte Video gemacht haben. Wir testen die Lotte nochmal mit dem MHR. Ich hab euch ja gesagt, ich würde euch das gerne nachreichen. Ich habe den Auspuff bekommen. Wir bauen den Auspuff jetzt eben schnell um. Dann machen wir 2, 3 Läufe und dann gucken wir mal, wie das Bild sich darstellt von RZ über Big Box Sport zu Big Box Touring und gucken mal, wo die Peak-Drehzahl liegt, wo die Leistung liegt, wo wir also quasi jetzt leistungsmäßig hinkommen. Ich vermute, das wird uns 1-2 PS kosten. Dann wären wir wieder da, wo wir immer sind, zwischen 21 und 22 PS, aber wir schauen mal, wo wir landen. Also, jetzt baue ich eben um und dann geht's los. Ton läuft auch. So, jetzt fahren wir so ein bisschen warm, ist doch recht kalt. Und dann machen wir gleich mal Attacke. Ich werde jetzt noch mal kurz umdüsen und dann machen wir noch mal einen Schuss. Hätte ich im Leben nicht gedacht, dass der auf so große Hauptdüsen steht. Puh. Oh, okay. Der Motor sagt mir ja klar, was er haben will. Also mit der kleineren Hauptdüse will er gar nicht. Gehen wir wieder Richtung andere Seite. So, Hauptdüse wieder größer.
So, Messungen sind durch. Es ist genau das eingetreten, was ich gesagt habe. Wir haben mit diesem Auspuff wirklich viel mehr Bums untenrum, aber wir verlieren obenrum Drehmoment, wir verlieren obenrum PS-Leistung, wir verlieren obenrum eine ganze Menge. Ich zeige euch das jetzt mal. Hier kannst du jetzt sehen, haben wir die Kurve von der Lotte mit der Big Box Sport. Ja? Wir hatten eine Leistung von 24,5 PS bei 8300 Umdrehungen und 21,6 Newtonmeter. So, jetzt mache ich die Kurve, die ich als allererstes geschossen habe. Das sind 21,2 PS. Da sehen wir hinten raus, kann er oben raus nicht weiter rausdrehen, weil der Auspuff das nicht hergibt. Aber es ist genau das passiert, was ich gesagt habe. Wir haben genau diese Delle haben wir genau weggemacht. Jetzt mache ich mal die nächste Kurve auf. Das waren auch 21,2. Also ich habe mehrere Läufe gemacht, da wart ihr aber nicht bei jedem Lauf dabei. Hier haben wir sogar noch besser dastehen. Ich mache die schwarze mal weg. Hier sehen wir zum Beispiel, guck mal wie krass, kannst du das gut sehen auf der Kamera? Kannst du mal sehen, wie krass hier der Unterschied ist? Da sind also wirklich, zeig nochmal, achte, hier haben wir 18,2 PS zu 16,5 PS. Also die Touring-Box dreht das wirklich komplett einmal nach oben, aber der geht halt hier oben komplett der Saft aus. Hier unten das Drehmoment auch, da kannst du auch nochmal gucken, 18,8 knapp zu 21,5. Also die Touring-Box ist auch geil, aber du verlierst tatsächlich 3 PS. Newtonmeter sind geblieben, die liegen aber zu einem völlig anderen Zeitpunkt an. Wir haben quasi das ganze Band nach links verschoben. Wir haben weniger Nenndrehzahl, wir pieken bei einer anderen Drehzahl. Der Witz ist, wenn ich mit einem Malossi Sport arbeite, dann habe ich viel, viel mehr Leistung untenrum, weil die Steuerzeiten einfach andere sind. Wir haben hier Steuerzeiten von 128, 188, 130, 190, irgendwo dazwischen. Also dieser Roller mit der Touringbox fährt wahrscheinlich auch richtig gut. Ja, also ne, zieht kräftig durch, aber ich glaube für das Setup wäre die Big Box Sport der bessere Auspuff, weil er einfach obenrum, der gibt dir halt obenrum, wenn du mal, komm mal näher, hier hast du wirklich 1000 Umdrehungen knapp mehr, 800 Umdrehungen mehr bis zur Spitzenleistung und das Drehmoment liegt auch viel weiter oben an. Ne? Hier liegt es bei 5,5 an und da bei 7,5, also 2000 Umdrehungen weiter hinten. Also das ganze Band mit dem Auspuff, da seht ihr mal, was ein Auspuff ausmacht. Wenn man da mit den Auspuffvarianten entsprechend agiert, Big Box Sport ist für diesen Gasdurchsatz besser geeignet, die Touring Box macht unten mehr Spaß, also der Roller ist, oder der Motor ist mit beidem gut fahrbar, wir haben einmal 21,2 PS und einmal 24,5 PS und das Ganze ändert, sieht man auch in der Geschwindigkeit, wir haben 106,8 mit der Touring Box und 115,6 im dritten Gang, das heißt, er kann viel freier raus, ne? Ihr seht, dass er hier hinten bei 7,5 bricht er ab, da kann er nicht mehr, da hat er gibt der Zylinder nichts mehr her, weil der Auspuff sagt, ich bin raus aus der Nummer. Ja. Aber dafür hat es jetzt ganz gut gezeigt. Es ist genau das, was ich, genau passiert, was ich prophezeit habe. Wir sind hier in diesem Bereich extrem stärker geworden, sowohl von der Leistung als auch vom Drehmoment. Und da könnt ihr mal sehen, worin sich die Big Box Sport und die Big Box Touring unterscheiden. Sie verlagern das Band von rechts nach links oder von links nach rechts, je nachdem, was du für ein Setup fährst. Ich gebe euch den Tipp, wenn ihr euch für ein Setup entscheidet, entscheidet euch für den richtigen Auspuff. Und zwar anhand des Zylinders und anhand der Steuerzeiten. Das ist ganz wichtig. Ihr müsst festlegen, was soll mein Motor können, zu welcher Drehzahl soll er pieken, welche Steuerzeiten lege ich dafür an. Und dafür kauft man sich den Auspuff. Und bitte, bitte, ich weiß, dass viele von euch sagen, ja, aber so ein Left Hand, so eine Tröte auf der linken Seite, das sieht schon geil aus. Fährt sich aber je nach Zylinder auch richtig scheiße. Du kannst auf einem Polini mit 116, 174 keine Resotüte bauen, das bringt nichts. Der Auspuff fängt an zu performen, wo der Zylinder schon in Rente ist. Also entscheidet euch wirklich gewissenhaft und genau für den richtigen Auspuff, für das richtige Setup. So, ich hoffe, das hat euch in diesem Sinne mal ein bisschen wieder was weitergebracht. Auspuffwahl, Zylinder, Steuerzeiten und so weiter. Das Setup werden wir jetzt mal so lassen. Du kannst jetzt mal beide Auspuffanlagen ausprobieren, wenn es ein bisschen Wetter ein bisschen besser ist, meine Liebe. Mhm. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar. Ein Abo wäre auch total schön. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hässlich bleiben und wenn er rausgeht, fällt nicht in den Schnee. Tschüss.